Ein Phantom geht um die Welt. Die Digitalisierung als Selbstzweck. Gehirn soll ja kein Selbstzweck oder ist, dient nicht dem Selbstzweck, soll kein Selbstzweck sein. 133 Treffer allein auf den Webseiten des Hochschulforums Digitalisierung. Nein, nein, nein! Wer macht denn sowas? Gibt es das tatsächlich? Eine Digitalisierung ohne Ziele? Oder ist die Formulierung ein Popanz? Die Beispiele, die für die Digitalisierung als Selbstzweck genannt werden, sind meistens erfunden und offensichtlich schwachsinnig. Schwachsinn darf kein Selbstzweck sein. Und das alles nur um das zielgerichtete Handeln unserer Hochschulen in umso hellerem Lichte erglänzen zu lassen? Andererseits gibt es das nicht doch, die Digitalisierung als Selbstzweck, wenn man sich das Phänomen der Digitalisierung genauer anschaut und vier einfache Wahrheiten zur Digitalisierung hat. Die Digitalisierung ist erstens unvermeidlich, zweitens unumkehrbar, drittens unglaublich schnell in der technologischen Entwicklung und sie ist viertens unvorhersagbar, wann sie wie und in welcher Tiefe die verschiedenen Bereiche unserer Gesellschaft verändern wird. Aber das heißt ja, die Digitalisierung ist eine alternativlose Modernisierung. Wir können nicht nicht digitalisieren. Ist das schon ein Selbstzweck? Und wir müssen rumprobieren, da die Auswirkungen unbekannt sind. Die Softwareentwicklung hat das Rumprobieren sogar zum methodischen Grundprinzip erklärt und spricht etwas vornehmer von agiler Entwicklung. Wenn es schon nicht geht, nicht zu digitalisieren, dann digitalisieren wir nur dort, wo der didaktische Mehrwert durch Evidenz erwiesen ist. Dieser Selbstbetrug ist freilich gleichbedeutend mit der Aussage, wir digitalisieren spät oder besser gar nicht. Beeinflussen unsere Ziele die Digitalisierung oder beeinflusst die Digitalisierung unsere Ziele? Beeinflusst das, was wir tun, die Digitalisierung? Oder beeinflusst die Digitalisierung das, was wir tun? Wir digitalisieren, ob wir wollen oder nicht. Wir werden digitalisiert, ob wir wollen oder nicht. Für die Digitalisierung ist es gleichgültig, ob wir ein Ziel haben oder nicht. Sie kommt. Mehr ist dazu nicht zu sagen.